Der Kampf der großen Boliden, K700, Kirion und Aktion, wie sie alle heißen, das ist wirklich, wirklich spannend. Und wir werden sehen, was mit diesen Wettkämpfen in der 18-Tonnen-Kasse entschied. Zumindest ist hier das Tatra-Team nur mit sage und schreibe 15 Tonnen Gesamtgewicht dabei. Hey, da kriegt auch der kleine Bremswagen alle gleich zu stehen. Bei 35,49 ist dann auch hier Schluss. Durchhaltevermögen auch für diesen Lars Kirion, meine Damen und Herren. Und er wird den Pulpul bestiegen. Nichts anderes habe ich hier erwartet, auch mit noch mehr Pulpuls, die wir hier erleben werden. Die letzten, die wir, glaube ich, erleben. Danach soll es tatsächlich ab morgen Herbstwetter werden. Aber für euch hier in Schlag-Hetzdorf natürlich bestes Sommerwetter. Und die Feuerwehr hat eine Arbeit weniger. Sie braucht die Bahn nicht zu befeuchten. Klaas Aktion, meine Damen und Herren, mit von zu Hause mitgebrachte Eigenheimwände. Irgendwo wird garantiert da auf dem Hof eine Stallwand fehlen. Dies ist das Eigengewicht für den Aktion genommen worden. Baujahr 2013 wird ebenfalls den Pulpulsieren. Davon bin ich wieder. Obwohl der breite Meißel hier schon auf die Bahn greift, kein Hindernis für diese 18 Tonnen Bolide. Pulpul. Ja, hier ist er natürlich gleich den Bootmeister zu führen. Hannes Winkler. Hannes Winkler muss bei 68,89 aufgeben. Unendliche Schwäche in der Klasse 18 Tonnen. Und da kommt der nächste russische Bolide, meine Damen und Herren. Schluss. Du bist schon in die 90-Meter-Marke gekommen.
gibt's von morgen. Und wir kommen auch schon in der 5 vor 5 Tonnenklasse. Erich Ungetreu, Dennis Mannheim. Darunter 78-20 für Marco Rösi. Die Solidarität hat viel gemacht. Kira zeigt sein Fokus. Seiner Kira absolut an oberste Spitze kommt. Pull den Kira. Und damit geht's nochmal in der 18 Tonnen Klasse. Ist das Kadrat-Team mit Wotan dabei? Bevor wir dann zum Stechen kommen. Und auch hier müsste das Kadrat-Team sehr erfolgreich sein. Und der blaue CD, gefahren von Christian Stabl aus Dato, brachte das auf 27:52. Für das Tatra-Team, gefahren von Tilo Sange. Und damit dann aber endgültig ist die Klasse 10 im ersten Ritt abgeschlossen.
Es geht dann zum Stecken zwischen Timo Hansen, André Pöls, Mike Pfiff-Remond, Jonas Schrein, Andy Lüders, Hannes Winkler und das Hadra-Team sowie Stechim Koch mit seiner Kira. Hans-Peter Stamme mit 38,22. Vorbereitung in der Stechim der Klasse 18 Tonnen. K700 gegen Sirion und Axel. Neun an der Zahl, die jetzt nochmal auf den Stechern müssen. Nico Stahme, der Sohn höchstwahrscheinlich, wird in den Fußstapfen des Vaters. Aus Schönberg mit einem IAC 10,46, 100 PS. Der Sirion macht hier alle Namen eine Ehre und ich denke mal, das geht um die Meterzahl. Schmidt nochmal mit seinem Russen und der erste Sirion, Timo. Es wird schwer. Das ist die Geschwindigkeit, die momentan gezeigt wird, meine Damen und Herren. 4 km/h, 3, 4, kann er sich erholen. Kommt er auf die 5 km/h oder hält er die 4, ist sie natürlich ein Getter. Guter. Sicher. Und da war. Kurzzeitig war die Meterzahl zu sehen, 61, sowieso. 36, 61 für unseren Remo. Und er kommt hier aus dem Hindernis hinaus, der Timo. Und er wird, glaube ich, am Erdball stoppen müssen. Dann weiß ich nicht, wie das Rennwagen-Team unter der Leitung von Herbert Ruge die entscheiden wird. Die 120-Meter-Marke war erreicht. Und die wird er wieder erreichen, genauso wie Jonas. Es geht nicht weiter. Jonas, 120 Meter hattest du. 111 und Komma musst du überbieten. Geschwindigkeit hat es Timo auch vorgegeben. Ja. Samland aus Pinneberg. Jonas, was ist das heute? Genau im Loch bist du stecken geblieben. Das ist das einzige Hindernis auf der Bahn. 61,80 muss Jonas hier heute passen. Aber immerhin wissen wir, dass Jonas doch ein sehr guter Sirion-Fahrer ist. Klar, Axon. André Pöls.
meine Damen und Herren, Sie sehen jetzt damit die 18-Tonnen-Klasse mit fast 30 Tonnen auf der Schleppe, die Trecker schon langsam müde werden und zumindest die serienmäßigen gebauten Fahrzeuge wie der Arcton, der mit 2 km/h hier noch gut durchkommt, aber bei 55,91 passt. Insofern, das ist der Wotan mit 15 Tonnen, kann er hier was beschicken. Wotan, gefahren vom Kilo Stange, vom Tatra-Team, meine Damen und Herren, ist ganz schnell dabei, geht runter auf 6,5 km/h und kommt auf, nicht unbedingt 54,2. Kommt an das Ergebnis von Timo Hansen mit 111,6 Metern ran. Keiner. Sollte mich wundern, vielleicht die Kira, die hier aus Grimmelsbühlen gekommen ist, vielleicht ein bisschen mehr in die Mitte rein oder links außen, könnte dir Glück bringen. Der nimmt meinen Ratschlag an, meine Damen und Herren. Kann ich das nützen? Ich glaube es. Unglaublich. Unglaublich, wie der Bremswagen hier festhält. 56,71. 56,71 für Jonas. Das hat keiner erwartet, dass dieser Tippy Ballard 3 hier diese Bestmarke von 52,45 kriegt. Auch hier wird es nichts für den Kasimir, meine Damen und Herren. Er bleibt und sie bleiben alle in der 50 Meter Marke hängen. 52,51. Hannes Winkler. Lass ihn berühren, Hannes, der kann es. Hannes setzt hier alles, er geht auf Geschwindigkeit. Fährt garantiert hier wieder in die Luke hinein. Achtet in der Aufregung nicht da drauf. Nimmt jetzt den Schlängelkurs und das bringt ihn zum Stehen bei 42,48. Und während der Fahrt in der Unterlastung beschaltbar, bringt er 57,12. Mike will es wissen. Er geht ganz links außen. Und fängt auch hier gleich an, Schlingerkurse fahren und kann nichts mehr. Bei 8,27. Ja, wenn die Kira jetzt das nicht bringt, meine Damen und Herren, dann muss irgendwo der Teufel heute bei der Kasimir drinne stecken. Auf Kira setze ich noch mindestens in die 80 Meter Marke zu kommen. Und da brüllt auch schon wieder Faust, meine Damen und Herren. Deine 120 Meter, 117,10 sind erreicht und meine Prognose hat sich bestätigt.
Und damit dürfte jetzt auch keiner mehr The Cut 700 Boliden irgendwie nochmal Kira ausstoßen.